liebe Zuschauer, Sie haben alle von der Ölkatastrophe im Golf von Mexiko gehört. Vielleicht naht bald schon Hilfe hier aus Deutschland. Ich habe nämlich zwei Männer eingeladen, die sagen, dass sie mit einem einfachen Straßenreiniger Öl vernichten können. Ich bin sehr gespannt. Herzlich willkommen, Harald Müller und Frank Kuhlmann. Hallo. Hallo. Herzlich willkommen bei uns im Hallo. Studio. Sie haben uns einen Straßenreiniger mitgebracht und sagen, dass Sie damit wirklich Öl vernichten können. Wie kam man überhaupt auf die Idee, mit einem einfachen Straßenreiniger sowas anzugehen? Also auf die Idee, wie die entstanden ist, da kann der Herr Kuhl dann mehr dazu sagen. Ich habe ihn dann cool vor einem Jahr kennengelernt und habe das Produkt kennengelernt. Und jetzt bei dieser Ölkatastrophe momentan in den USA war es halt wieder sehr aktuell. Und da habe ich gesagt, das gibt es ja nicht, dass wir keine Möglichkeit bekommen, uns mal vor Ort bei zumindest Leistungsträgern oder die Entscheidungen treffen können, unser Mittel vorzuführen, das einfach für die Umwelt komplett 100% verträglich ist. Und diesen Ölfilm, der löst es ja nicht auf. Es ist ja nicht so, dass wir das Mittel draufschütten und dann ist kein Öl mehr da. Aber die Struktur wird zersetzt von dem Öl und somit kann die Natur dieses Öl alleine abbauen. Haben Sie es denn schon versucht? Also sind Sie wirklich nach Amerika gereist und haben Sie Briefe dorthin geschrieben? Ja, Briefe haben wir reichlich hingeschickt, auch an öffentliche Stellen von Gouverneur Schwarzenegger über den Oberbürgermeister von New York. Wir haben verschiedene Ölfirmen angeschrieben und auch die Datenblätter, also das Ganze, was die brauchen für ihre Fachleute, denen und geschickt. Und Arnie hat noch nicht geantwortet? Niemand, keine Antwort. Niemand bisher. Wir kommen okay. nicht über das Vorzimmer weg. Herr Kuhl, eigentlich ist das Produkt ja auch von Ihnen. Er wird es nur für Sie, glaube ich, vertreiben. Ja. Vielleicht können Sie es mal eben ganz kurz vorführen, wie das überhaupt funktioniert. Sie haben jetzt verschiedene Ölsorten mitgebracht. Also wir haben jetzt erstmal ein normales Speiseöl für die Zuschauer, um zu zeigen, dass das überhaupt funktioniert. Mhm. Wir machen nichts anderes, als mit diesem Reiniger, als die Ölkette, die Molekülkette zu zerreißen. Wir lösen das Öl auf. Sobald das Öl aufgelöst ist, kann die Natur alleine daran arbeiten. Und das demonstriere ich Ihnen jetzt mal. Wobei jetzt normales Olivenöl wahrscheinlich einfacher zu vernichten ist, als jetzt das Öl, was jetzt tatsächlich da im Golf von Mexiko rumschwimmt. Das ist jetzt raffineriertes Öl. Und wir sprechen von dem Schweröl in Amerika, dass es nicht raffineriertes Öl ist. Also nicht so feinkörnig. Also ist für unser Mittel einfacher als raffineriertes Öl. Also das ist jetzt schwieriger hier das zu beseitigen. Das ist schwieriger, ja. Ja, dann sprühen Sie mal den Straßenreiniger drauf. Halt's mal. Ja. Da bin ich mal gespannt. Zack, ging daneben. Oh. Ja, das löst sich sofort auf. Löst sich sofort auf. Das, was normalerweise nicht geht, Wasser und Öl kann sich normalerweise nicht verbinden. Aber wir lösen das mit Wasser und Öl in die Bestandteile auf. Möchten Sie auch ein Tuch? Ja. Bitte schön. Jetzt haben Sie, wir müssen es mal eben sagen, der Straßenreiniger, der ist ja biologisch abbaubar, haben wir eben schon mal gesagt. Ne? Ja. Das heißt, der ist jetzt auch für uns Menschen, oder wenn man den jetzt im Meer verwenden würde, kann der irgendwie die Haut angreifen oder irgendwas? Ist das schlimm, dass ich jetzt da reingepackt habe? Nein, überhaupt nicht. Ist getestet, dermatologisch unbedenklich. Für alle Lebewesen der Welt und ist ein biologisches Tensid. Da ist nichts anderes drin wie Hanf, Hefe und dreierlei verschiedene Sorten von Öl. Hört sich fast an wie Bier, ne? Mit Hanf, ja. Hefe, lecker. Aber trinken sollten wir es dennoch nicht. Wir wollten noch ein anderes Experiment noch mal eben vorführen. Das Ganze mal auf die Hand. Das ist jetzt das ist Altöl. Altöl, also das Schlimmste, was es gibt, was Sie so verbrauchen können. Quasi altes Motoröl. Ja, okay. Vom Ölwechsel. Ich nehme auch mal ein bisschen, einfach auf die Hand drauf. Mit den Ringen kann nichts passieren, kann ja? Kann nichts passieren. Okay. Absolut ungefährlich. Ja. 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 Und jetzt einfach so lange reiben. Ja. Da läuft es schon runter. Bis genau, das wird sofort so flüssig. Bis kein Öl mehr da ist. Und jetzt haben wir das Öl in seine eigenen Bestandteile aufgelöst, was die Natur in 100 Jahren von alleine macht. Und mit der Haut passiert danach auch nichts, da ist alles... Nein, nein. Dermatologisch unbedenklich. Na, riecht nach Öl. Und jetzt müssen Sie es mal eben ganz kurz erklären für die Zuschauer. Das heißt, Sie haben ja schon Arnie angeschrieben und auch hier den Bürgermeister von New York. Es kam keine Resonanz. Was ist denn jetzt Ihr Anliegen? Also würden Sie wirklich gerne meinetwegen so ein paar Kanister unter den Arm packen und da jetzt bei der Ölkatastrophe helfen? Ja, das würden wir auch gerne machen, nur da ist halt das Problem ist diese extreme Lobbyarbeit, die da betrieben wird. Mit so einem Mittel tun sie natürlich der einen oder anderen Industrie schon etwas weh, sollte das auf den Markt kommen. Weil dann natürlich die Zeiten vorbei wären, Chemikalien, die kein Mensch weiß, was sie jetzt eigentlich bewirken, tonnenweise ins Meer zu schütten. Im Moment wird ja eine Katastrophe mit der anderen behandelt.
Und hier können Sie ja, ich mache das immer ganz gerne, ab und zu die Leute sagen, Mensch, mach das nicht, das kannst du nicht machen. Aber das Mittel ist tatsächlich völlig unbedenklich. Das ist das, liebe Zuschauer, ja? Super. Es schmeckt fürchterlich, ne? Also es ist, wonach schmeckt's? Ja, so, also es schmeckt fürchterlich. Das machen wir jetzt nicht nach. Geschmacklich. Aber es ist... Es wird kein Hit in der nächsten Getränkebar. Wahrscheinlich nicht die neue Limonade oder sowas. Nee, genau. Nee. Aber es ist auf jeden Fall, man merkt es halt nicht schädlich. Nee. Ja, greift nicht die Zunge an. Nein, oder die Schleimhäute. Nee, überhaupt nichts. Aber was sind denn jetzt die Pläne? Würden Sie denn gerne wirklich rüber nach Amerika reisen, also, und die ganzen Pläne, Leute nochmal überzeugen? Wir würden gerne mit 100 Liter von diesem Mittel nach Amerika fliegen und den Leuten jetzt... Aber es gibt am Flughafen schon Probleme, glaube das ich. Ist, ne? Das ist keine Chance, so viel Flüssigkeit nach Amerika zu kriegen, ohne von Amerika angefordert zu werden, zum Beispiel. Wenn jetzt eine öffentliche Stelle in Amerika sagt, okay, komm zu uns rüber, führt es uns in der Praxis vor, dann ist es auch kein Problem, das rüberzubringen. Aber wenn wir morgen gehen würden am Flughafen, mit jeder mit 5 Kanister im Arm, werden sie direkt verhaftet, genau, glaube ich. Und dann müssen Sie es mal eben beschreiben, sind jetzt hier der Chemiker. Wenn jetzt der Ölteppich, der rast, glaube ich, gerade auf die Florida Keys zu, ja, wenn das Öl jetzt da angekommen ist, könnte man quasi einfach diesen Straßenreiniger in das Wasser schütten? Weil das ist Konzentrat. Es würde sich selber verdünnen und das Öl zerreißen. Dann würde der Ölteppich am Strand liegen und dann müssten wir eine Nährlösung haben für die Mikroben, die das sonst in 100 Jahren von alleine abbauen, etwas zu beschleunigen. Das muss man sich so vorstellen, diese Mikroben sind überall im Wasser, am Land, in den Pflanzen, aber die brauchen was, sag ich mal, zum Essen. Mhm. Und in diesem Konzentrat ist nichts anderes drin wie in Philly-Steak. Die Population erhöht sich um das 100-fache und das Öl wird gefressen von den Tieren. Was sonst in 100 Jahren von alleine passiert, beschleunigen wir dann einfach. Und je nach Verschmutzungsgrad zwischen 15 und 30 Tage ist das Öl dann weg. Und die ganzen Vögel, die jetzt auch verklebt sind von dem ganzen Öl, könnte man die auch mit diesem Reiniger quasi... unbedenklich damit reinigen. Ja. Aber haben Sie das nicht auch mal vorgeschlagen? Dann haben Sie kein Gehör bekommen. Nein. Die Tests sind gelaufen, die Sicherheitsdatenblätter, alles ist rübergeschickt worden und wir kriegen einfach keine Antwort. Weil wenn Sie so einen Vogel jetzt sehen, der wird ja heute gereinigt mit welchen Mitteln, weiß ich auch nicht, aber mit Benzin oder mit irgendwelchen Laugen. Er wird zwar vom Öl befreit, aber wahrscheinlich hat er über die Haut so viel Schadstoffe aufgenommen. Und mit dem Mittel, weil das, wie gesagt, Sie können das ja selber auf die Haut tun, das ist absolut unbedenklich. Ja. Das können Sie in der Früh zum Eincremen jeden Tag nehmen. Ja gut, das ist dafür nicht unbedingt geeignet, aber es ist halt auf jeden Fall nicht schädlich. Was gäbe es noch für Möglichkeiten? Wofür könnte man den Reiniger noch einsetzen? Außer jetzt, um Öl zu vernichten. Gibt es da noch andere Einsatzmöglichkeiten? Ja, man könnte zum Beispiel die Schiffe, die jetzt verschmutzt sind durch dieses Öl, damit reinigen, ohne die Natur wieder zu schädigen, weil das ist dann das nächste Thema. Ich habe erstmal den Strand gereinigt, aber die ganzen Fischerboote sind auch jetzt alle voll Öl, also muss ich ja jetzt das Schiff auch reinigen. Ja. Und dann kommt die nächste Katastrophe, weil dann alle mit Chemie wieder ihre Boote reinigen. Das kann man auch damit machen. Ich wünsche Ihnen beiden auf jeden Fall mal viel Erfolg, dass sich jemand mal um Sie kümmert, dass auch jemand die Briefe mal beantwortet und Sie vielleicht einlädt nach Amerika, dass Sie da fort ein bisschen helfen können. Danke. Ganz herzlichen Dank an dieser Stelle. So, und das war es auch schon zum Thema des Tages.